Goethe-Zertifikat B1. Prüfung Sprechen. Thema: Englisch. Soll man Englisch können? Das Thema meiner Präsentation ist Englisch lernen. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Es ist heutzutage sehr wichtig, viele Sprachen zu sprechen, um sich mit jemandem zu verständigen. Jetzt geht es um meine persönlichen Erfahrungen. Ich kann 4 Sprachen sprechen: Armenisch, Russisch, Englisch und Deutsch. Als ich Kind war, ging ich zur Sprachschule. Ich habe seit 2 Jahren Englisch gelernt. Bei uns ist eine Sprachschule. Ich habe eine Internetfreundin. Ich spreche mit ihm, so schreibe immer auf Englisch. Jetzt würde ich gerne über die Situation in Armenien sprechen. In Armenien lernt jede Schule von der Grundschule bis zur Uni Russisch. Trotzdem können viele Armenier nicht sehr gut Russisch sprechen. Ich glaube, das liegt daran, dass wir im Unterricht zu viel Grammatik lernen und zu wenig sprechen. Nun erwähne ich einige Vor- und Nachteile. Es ist ein Vorteil, dass wir andere Kulturen kennenlernen. Zum Beispiel, ich sehe einen amerikanischen Film, ich verstehe, was sie sagen, und ich weiß schon und ich habe Spaß dabei und verstehe ich, wie die Amerikaner leben. Man kann im Ausland studieren. Es ist eine große Hilfe, wenn man die Sprache schon kann, um in ein unbekanntes Land zu gehen. Es ist ein Nachteil, dass es so viel Zeit und Geld kostet. Außerdem finde ich Sprachlernen sehr anstrengend und schwierig. Wenn man in der Schule die Fremdsprache nicht gut gelernt hat, ist es später nicht leicht, gut sprechen zu lernen. Meiner Meinung nach sollte man Englisch als zweite Fremdsprache lernen und auch mit Englisch kann man sich fast überall verständigen. Englisch ist sehr wichtig, denn spricht man es fast überall. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.